Also, Sie sehen, es gibt viele gute Gründe, sich für die FDP zu entscheiden. Wir müssen in den nächsten Tagen darum werben, bei vielen Menschen. Das sollten Sie auch tun. Kollegen, Freunde ansprechen und sagen, es gibt gute Gründe. Einige habe ich heute versucht aufzuzählen. Andere wird es vielleicht gleich in der Diskussion geben. Und wer eine vernünftige, an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, einer kraftvollen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes orientierte Politik will, wer eine vernünftige Bildungspolitik will, die den Eltern die Wahlfreiheit lässt und nicht staatliche Zwangsbeglückung vorsieht, der kann eigentlich im Moment nur FDP wählen. Weil die SPD sich den Grünen hinzuwendet und Frau Klöckner flirtet auch ganz heftig mit den Grünen. Ich finde das Plakat von ihr ja toll. Sie plakatiert Politik ohne Bart. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, was sie machen will, wenn der Wähler uns beiden einen Regierungsauftrag gibt. Das ist die erste Wahlaussage, die sie brechen muss. Denn eins garantiere ich Ihnen, bei allem Charme, den sie versprüht, für sie rasiere ich mir den Bart nicht an. Das werden wir nicht machen.